Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute ein ganz besonderes Thema, Hubschrauberfliegen und dabei fotografieren. Ich war letztens in New York und hatte die Möglichkeit, mit dem Hubschrauber über diese wunderbare Stadt zu fliegen. Ich habe viele neue Erkenntnisse dabei herausgezogen und die möchte ich dir einfach in diesem Video mal ein bisschen näher bringen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Unsere Suche nach einem Anbieter hat natürlich auf Google stattgefunden und wenn man da gleich mal auf der ersten Seite schaut, da sieht man recht preisintensive Angebote, aber wir haben dann noch mal ein bisschen weiter gesucht. Wir sind schließlich auf die Firma Core Helicopters gekommen, die liegen etwas außerhalb in New Jersey, man kann aber sehr einfach mit dem Zug dahin kommen und vom Preis her ist man pro Person bei ungefähr $280 für eine Stunde Flug, was im Vergleich zu den anderen Anbietern sehr, sehr günstig ist und man kann auch mit offenen Türen fliegen. Wie du siehst, hatten wir einen perfekten Sonnenuntergang, das Wetter war also sehr gnädig mit uns und wir konnten uns auf einen perfekten Hubschrauberflug freuen. Hier siehst du jetzt mein Equipment, das ist einmal die Nikon D750, die D800, das 14 bis 24 und das 24 bis 70 und natürlich meine GoPro. Das ist der Helikopter, mit dem wir geflogen sind, eine R44 Raven 2. Der Vorteil an diesem Helikopter ist, dass wirklich jeder einen Fensterplatz hat, da nur vier Leute insgesamt drin sitzen können und das ist natürlich ein großer Vorteil. Wir durften dann mit dem Piloten zusammen die Flugroute selber bestimmen. Wir konnten uns also aussuchen, wo wir hinfliegen wollten. Es gab nur eine Ausnahme, denn die First Lady war zu diesem Zeitpunkt in New York und deswegen konnten wir nicht über den Central Park fliegen. Ansonsten hatten wir da freie Auswahl und konnten Locations wie die Freiheitsstatue, Downtown Manhattan und auch die Brooklyn oder die Manhattan Bridge anfliegen. Hier siehst du jetzt schon unseren Flug von New Jersey nach Manhattan rüber. Das dauert ungefähr 5 bis 7 Minuten und in der Zeit habe ich mich schon mal so ein bisschen vorbereitet, habe die Kameras eingestellt. Wichtig hierbei ist natürlich, dass man relativ hohe ISO-Zahlen einstellt. Also ich bin am Ende bei 6400 gelandet, damit ich eine Verschlusszeit noch hatte, wo das Bild nicht verwackelt ist. Und das war nie unter einer 250. Sekunde. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie schnell oder langsam der Pilot den Hubschrauber fliegt. Wir hatten das Glück, dass wir sehr gut mit dem kommunizieren konnten und von daher konnte er auch sehr, sehr langsam fliegen und deswegen waren da auch Verschlusszeiten möglich, die man normalerweise nicht bei einem Helikopterflug anwenden kann. Meine Blende hatte ich durchgängig bei 2.8. Das war die weiteste Öffnung, die ich auswählen konnte mit den Objektiven und somit konnte ich gerade noch genug Licht mit reinbringen. Eine besondere Challenge war, dass wir zur blauen Stunde geflogen sind. Wenn man am Tag fliegt, hat man natürlich viel einfacheres Spiel. Man kann die ISO-Zahl weiter unten lassen und trotzdem höhere Verschlusszeiten erreichen. Aber gerade zur blauen Stunde ist das eine extreme Herausforderung, da man wirklich mit hohen ISO-Zahlen arbeiten muss und das Bild natürlich dann anfängt zu rauschen. Du solltest da auf jeden Fall gucken, dass du mit einer Kamera fotografierst, die mit hohen ISO-Zahlen einigermaßen umgehen kann. Meine D750 kann das zum Beispiel wesentlich besser als meine D800. Und deswegen war die auch die meiste Zeit im Einsatz zusammen mit dem 24 bis 70 mm Objektiv. Wie du siehst, sind wir jetzt in Downtown Manhattan angekommen und ich konnte die Stadt von der schönsten Perspektive, nämlich von vorne fotografieren und ein perfektes Cityscape-Bild hier erzielen. Jetzt fliegen wir hier über die Brooklyn Bridge bzw. die Manhattan Bridge danach. Danach hat der Helikopter eine kleine Wende eingelegt und hier konnte ich nun die beiden Brücken mitsamt Downtown Manhattan aufnehmen, in den Sonnenuntergang hinein, eins meiner schönsten Bilder von ihm fliegen. Generell konnten wir sehr gut mit dem Piloten kommunizieren über das Headset. Wir konnten ihm immer wieder Fragen stellen oder auch Anweisungen geben, wie er fliegen soll, damit wir optimal die Bilder schießen können. Das heißt, er war da sehr flexibel. Zum Ende hin sind wir noch zum World Trade Center geflogen, das neue World Trade Center. Mit den Monumenten vom alten World Trade Center im Hintergrund ergab das ein sehr, sehr tolles Motiv, was auf jeden Fall viel Spannung bereitet. Natürlich waren wir dann auch noch über dem Times Square bzw. dem Madison Square Garden und so weiter. Leider durften wir nicht komplett drüber fliegen wegen dieser Flugsperre in diesem Bereich, aber trotzdem gab es hier richtig schöne Bilder. Ein besonderes Highlight war es für mich, dass ich die Füße sogar raushängen lassen durfte und da ein paar
typische Instagram-Shots machen konnte, die normalerweise diese Rooftopper immer machen. Und das fand ich sehr, sehr cool. Zum Ende hin möchte ich hier natürlich auch noch ein paar Ergebnisse von dem Heliflug zeigen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, unten einfach kommentieren. Und ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, natürlich den Kanal auch abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Du kannst auch auf die Glocke klicken, dann kriegst du sogar immer eine Push-Benachrichtigung dazu. Also, ich würde mich freuen, wenn du da am Start bist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao. My